What the fuck, Alter? Vielleicht sollte man hier echt nicht einfach so... Okay, wir rushen. Aua. Weg hier, Alter. Yo, wahrscheinlich, ey. Hey Leute, willkommen zurück zum Nitrado Sommer Event. Willkommen zurück auf Tauritius. Wie man hier gerade sehen kann, ich bin alles andere als gesund. Ich bin wirklich, nein, ich habe dann auch noch Schaden bekommen. Feuerschaden, genau, weil ich hier reingelatscht bin. Aber ich habe eine Sache herausgefunden. Siehst du, dieses Schweiß ist da, dieses Fleisch ist da hinten lag. Hast du dir das gerade geangelt, Alter? Das war mein Fleisch. Das habe ich nämlich dahin geworfen. Weil man das hier austauschen kann. Guck mal. Du hast dich gerade ernsthaft mein Fleisch geangelt? Geht ja gar nicht, Alter. Das war mein Fleisch. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder etwas Fleisch und außerdem habe ich in ein paar weiteren Truhen auch viele Äpfel und so weiter gefunden. Deswegen, ich hoffe, dass wir jetzt erstmal wieder hier halbwegs ausgerüstet sind. Außerdem habe ich noch ein neues Schwert und so weiter. Deswegen würde ich sagen, wir nutzen jetzt hier die Chance, wenn es schon ein neuer Part ist und wenn es schon alles hier neu beginnt. Und hier gehen wir wirklich mal hier durch und... Ne? Genug Schweine gesammelt. Wir haben jetzt sicher genug Nahrung für 3 Minuten. Wenn ich noch was sehe, dann nehme ich es noch mit. Also das ist echt noch ein Problem, diese Schweine. Da müssen sie noch dran arbeiten. Weil da spawnen viel zu wenige. Und da müssten wesentlich mehr spawnen. Auch wenn man sich wirklich allein durch die Truhen im Blattwerk gut an der am Leben halten kann, muss ich sagen. Also was hier alles so an Truhen und so weiter hier spawnt, ist nicht zu verachten, man muss einfach nur ein bisschen suchen. Dann findet man zum Beispiel wie ich hier 8 Äpfel und Eisenschuhe habe ich by the way inzwischen auch. Das ist so das Coole so an diesem Server, finde ich, dass man sich wirklich so auch selbst ausrüsten kann und sich seinen Kram zusammensammeln. Zum Beispiel, ich bewege mich jetzt gerade hier total und guck mal, schon wieder die nächste Truhe gefunden. Potato und Cookie. Na, immerhin. Wir können mal noch ein paar von denen hier sammeln. Das ist sicher kein Fehler davon, einen Stack zu haben. Planten können wir nicht, soweit ich weiß. Das, was ist das denn für ein Block? Tomate. Okay. Und jetzt wagen wir uns dichter in den Urwald hinein. Denn da hinten irgendwo ist unsere erste Quest. Ah, und wenn man den hier umdreht, wird er auf eine neue geeicht. Na gut, wir bewegen uns einfach weiter dorthin. Ich hoffe einfach mal, dass es hier die nächste ist. Man kann sich auch dorthin führen lassen. Das ist irgendwie creepy. Ich glaube, wir bleiben besser am Strand. Da haben wir, glaube ich, die größten Chancen. Oder so ein bisschen halber am Strand. Weil ich habe natürlich, nennen wir es mal hier, wenig Orientierung, weil ich die ganze Zeit im Game Mode mich von einer Quest zur anderen geportet habe. Habe für den Trailerbau. Das heißt, ich habe hier irgendwie so überhaupt keine Ahnung, aber der Shader, Alter. Also wenn das nicht geil aussieht, ne, dann weiß ich aber auch nicht. Hier gibt es vielleicht Sachen, ey. Ja, wir müssen irgendwie schaffen, dass wir noch mehr Nahrung finden. Und bessere Rüstung, vor allem besseres Schwert. Ich habe das Eisenschwert nicht angenommen, was mir... Tripwire Hook brauchen wir jetzt nicht unbedingt, aber den Rest nehme ich mit. Ja. Und da haben wir aber immerhin noch mal ein bisschen was. Haben wir schon 2 Sorten Pilze? Leider nein. Ich höre aber ein Skelett. Was sind das denn für creepige Skelette, Alter? Da will ich mich aber gar nicht mit anlegen. Hilfe, Alter. Das sind aber komische Viecher, die mir da hinterher rennen. Das meine ich... Oh. Na gut, du wirst jetzt wohl angegriffen. Was steht da? Dschungelzombie oder sowas. Oh, fuck. Es ist immer kacke, wenn man gerade gegen so einen Zombie kämpft. Der schneller laufen kann als man selbst und dann sein eigenes Schwert kaputt geht. Alter, der hält aber einiges durch. Der ist gut gerüstet. Okay, also mit den großen Zombies möchte ich mich dann bitte erst gar nicht erst anlegen. Dankeschön. Noch etwas essen. Droppen die wenigstens was Spannendes, dann wäre es ja cool gegen sie zu kämpfen. Komm weg mit dir. Immerhin die nehmen wir mit. Ja gut, dann versuchen wir uns mal weiter vorzukämpfen. Weil ich wette, hier ist irgendwo eine Quest. Wow,
Okay. Ich habe so das Gefühl, dass der hier ein bisschen noch schlechterer drauf ist. Vielleicht möchte ich mich mit denen doch gar nicht anlegen und mich einfach nur hier am Strand weiter bewegen. Dankeschön. Hihihi. Hier ist noch eine Dinger. Weißt du, das können wir halt echt immer gebrauchen, ne? Das ist das Schöne da dran. Da können wir uns mal die Pilzsuppe gönnen. Ich wette, wir kommen irgendwann an einen Punkt, wo hier tatsächlich die nächste Quest irgendwo erscheint. Der guckt mal zum Beispiel hier jetzt. Der Zeigerpfeil zeigt jetzt darüber. Man müsste irgendwie noch einbauen, dass man noch die Entfernung sehen kann. Wie weit es ist zur nächsten Quest. Aber zumindest so können wir uns doch relativ easy hier am Strand entlang bewegen. Vielleicht finden wir in irgendeiner Ruine noch irgendwas Cooles. Fände ich natürlich auch sehr geil. Mal zwei Truhen hier. Sieh, das glaube ich, wirklich der Vorteil. Du musst gar nicht so Schweine töten gehen. Du musst dich einfach nur mit offenen Augen am Strand entlang bewegen. Dann hast du, glaube ich, sogar schon genug. So, das hier sieht nochmal stark nach einer Ruine aus. Vielleicht haben wir hier irgendeine besondere Kiste. Sieht mir nach einem Jump'n'Run aus. Guck mal, das ist als Jump'n'Run hier so aufgebaut. Da kommt man hoch. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass hier irgendetwas noch versteckt ist. Na, aber ich glaube, außer Shaderbugs werden wir hier nichts finden. Deswegen bewegen wir uns einfach weiter am Strand entlang. Ich meine, irgendwann müssen wir ja auf die nächste Quest hier treffen. Denn zumindest der Kompass sagt Bullshit. Zeig mir mal eine Quest, die in diese Richtung liegt. Der zeigt mir ernsthaft dahinter. Da hinten soll eine Quest sein. Ja gut, dann bewegen wir uns einfach mal dorthin, wo der Kompass sagt. Der wird schon wissen, wo es hingeht. Und los geht's. Da sieht man jetzt eine weitere Insel, denn die Hauptinsel ist ja nicht das einzige, was wir hier zu Gesicht bekommen. Und ganz viel Feuer. Ja, gespannt, Alter. Was ist jetzt hier erwartet? Hier habe ich natürlich auch Screenshots von gemacht. Aber ich hatte keine Ahnung, wo auf der Map das ist. Okay, hier könnte durchaus eine Quest sein. Ich weiß sogar, wo sie anfängt. Ich hoffe einfach mal, dass hier keine bösartigen Zombies auf uns... Alter. Hier ist echt Vorsicht angesagt. Ach, 23 Äpfel. Also ich glaube, Hunger haben wir so vorerst nicht mehr. Hier ist Vorsicht angesagt. Nicht, dass wir irgendwo reinrennen. Auch mal was ganz anderes, sage ich mal. Wenn man jetzt hier tatsächlich... Ja, das ist eine Truhe. Wenn man hier... Das dachte ich gerade, Alter. 5 XP sogar. Meteorfragment, Alter. Wie geil ist das denn? Na, da warte, nehmen wir uns mit. Was ist das denn eigentlich? Warum haben wir hier verschiedene benannte Äste? Damit. Hölzlein. Einfach nur, damit du das nicht mitnehmen kannst. Damit sie den Inventar... Guck mal, hier runter. Ne? Hier würde ich ungern runtergestoßen werden. Das dachte ich gerade. Wir müssen, glaube ich, auf die andere Seite. Um zur Quest zu kommen. Am besten ohne ins Feuer zu rennen. Deswegen halte ich mich mal ein bisschen hier raus. Aber hier ist auch so viel tolles Zeug versteckt, glaube ich. Also wenn du dich, glaube ich, hier die Flamen gerade in deiner Mutter. Ja, okay, also Kitties gibt es hier natürlich auch genug auf dem Server. Aber naja, also wenn es zu arg wird, kann man sich auch als YouTuber, glaube ich, noch mehr Rechte geben lassen oder sowas. Ich bin ja jetzt schon gerade unsichtbar für andere Spieler. Ja. Was haben wir hier noch? Ausrüstung Mittel, okay. Aber irgendwie nicht so viel drin. Aber das fand ich jetzt cool mit dem Meteor-Fragment. Noch mehr. Splash Potion of Regeneration und Nether Ward. Sehr cool. Also ich denke, man sieht das hier schon gerade im Detail sehr gut, wie gut man sich ausrüsten kann. Was da drin gibt, ist tatsächlich eine Quest. Sollen wir die probieren, Leute? Jetzt, wo ich einmal außen rum gerannt bin. Ja, probieren wir, oder? Gleich mal volle Kanne rein. Ich denke nicht, dass ich es überleben werde, weil das hier sieht nach einem wirklich bösen Platz aus. Ach, hier ist sie ja. Ah, fängt der geil an, Alter. Besiege den Dämonen im Hades und kämpfe dir deinen Weg frei. Puh. Ja, probieren wir, oder? Ich denke, wir müssen da einfach runter.
Wobei das allein das runterkommt. Also ich denke, man sollte nicht mit solcher Anfängerrüstung, wie ich sie gerade habe, alleine eine der schwierigsten Quests machen. Aber wir machen einfach mal hier eine YOLO-Aktion und rennen da rein. Erhalte beim... Ja, okay. Übrigens eine Sache, die vielleicht für euch auch noch ganz interessant ist. Man kriegt auch Guthaben, wenn man diese Quests hier erledigt. Oh, ein... Oh, danke. Na endlich, das rettet mir jetzt gerade echt den Tag, dass ich mal ein richtiges Schwert hier finde. Es ist aber auch wirklich schwer, sich hier zu orientieren, muss man sagen. Bei den ganzen Feuer und Zeugs und so und vor allem mit dem Shader. Ich denke einfach mal, dass ich hier runter muss. Weil was anderes würde mir persönlich gerade keinen Sinn machen. Dass ich mich hier weiter durchbewegen muss. Die Lavafallen ist natürlich eine so dieser Sachen, du hier irgendwie versuchst zu vermeiden. Aber ich habe so wirklich das Gefühl, dass unser Weg dorthin führt. Ja, gut, ne? Das hast du in jeder guten Adventure-Map. Lava Jump'n'Run. Und in jeder umso besseren Adventure-Map scheiterst du auch daran. Sehr schön formuliert, würde ich mal sagen. Boah, ein bisschen mal reinzoomen, hier durchs Fernglas gucken. Wow. Ich habe echt so ein bisschen Respekt hier. Nicht, weil ich Angst haben würde zu sterben oder so, sondern... wir müssen da hin. Nehmen wir hin. Sie waren so sozial und haben kein... Boah, Alter, ich habe mich gerade so erschrocken, ne? Ja gut, wir werden sterben. Und wir sind zum ersten Mal tot und haben 2 Seelenpunkte, mit denen wir uns zurück zu diesem Respawn-Punkt bringen lassen können. Oder eben auch nicht. Ich würde sagen, wir benutzen einfach mal einen und sind wieder an der Quest, wo wir gerade waren. Das bringt natürlich auch den bescheuerten Fakt mit sich, dass wenn ich jetzt hier zu oft sterben sollte, dass wir uns irgendwann nicht mehr porten können, sage ich mal, und immer dorthin rennen. Ich werde mal gucken, ob ich vielleicht hier als YouTuber ein bisschen Rechte herausrandeln lassen kann. Weil das ist natürlich für die Aufnahme total scheiße. Wenn ich da immer hinrennen muss, Alter. So kurz vorm Ende haben wir so einen dummen Fehler gemacht, ne? Wir hätten auch... Stimmt, wir hatten ja sogar das Regeneration. Oh, Mann, oh. Ich war einfach wirklich dumm gerade. Das tut mir leid. Wir hätten einfach das hier... Instant Health 2 oder... Wir nehmen Regeneration. Jetzt ein Trank, Lava Resistance wäre natürlich auch der Hammer. Ja, den setzen wir auch gleich mal auf die 2, weil wir momentan eh noch keinen Bogen haben. Ich denke, mit dem Bogen wird es auch einige Zeit dauern, bis wir den bekommen. So. Ja, irgendwas zu essen brauchen wir auch noch. Wieso nehme ich da eigentlich immer so komisch ins Inventar raus? Ugh. Also gut, dann probieren wir es jetzt nochmal mit dem... Ich habe aber wirklich Respekt hier vor. Ich bin zu vorsichtig. Weil ich Angst habe davor... Was passiert, wenn ich einen Sprung nicht schaffe, ne? Obwohl ich mit dem Regeneration, ich meine, ich habe das dann für 20 Sekunden. Ich hab, kann dann für 20 Sekunden kann ich dann überleben. Das heißt, ich bin eigentlich sicher, sage ich mal. Es war halt nur ein dummer Anfängerfehler an dieser Stelle. Und ich habe mich so erschrocken. Ach, ist nur ein Dreiersprung, okay. Weil in dem Moment, ne, wenn du das erste Mal in Lava fällst, erschrickst du dich natürlich. Muss ich den Shader rausnehmen. Oder umbauen. Alter, sieht auch geil aus. Ich muss den Shader komplett rausnehmen. Und Video-Settings hochdrehen. Ah, so, jetzt sieht man hier wenigstens mal was. Okay, gleich mal Nether-Skelette, Alter. Wow, und der macht Feuer. Und brennt mich an. Ja, läuft bei dem. Oh, fuck it, Alter. Rate mal, was ich gleich schon wieder... Ach, die spawnen hier auch noch gleich munter nach. Und okay. Okay, Instant Health. Instant Health, bitte. Dankeschön. What the fuck, Alter? Vielleicht sollte man hier echt nicht einfach so... Okay, wir rushen. Aua. Weg hier, Alter. Yo, wahrscheinlich, ey. Aua.
Hilfe! Fuck it, Alter. Ich will da rein. Ist mir hier sicher? Vielleicht ein bisschen. Yo. Geil. Das ist eine bessere Rüstung für uns. Und ein Eisenschwert. Jetzt weiß ich auch, wo der das Eisenschwert hat. Zum Beispiel hierher. Oh, ich würde so gerne Dorfmage. Ich wäre da so gern drin, ey. Oh Gott, weg hier. Der hat schon wieder scharf gezielt. Ich wette, hier hinten dran ist noch etwas. Nicht? Aber hier hinten. Auch nicht? Schade. Boah, das Skelett hat es echt auf uns abgesehen. Nicht schon wieder schießen, bitte. Ich werde es wahrscheinlich eh nicht schaffen, diese... Also so sowieso nicht. Das Einzige, was du hier durch... Huiuiui. Weg. Die haben natürlich Fire Resistance. Alter, ich bin doch kein Ping-Pong-Ball. Aua. Ja, ich denke, das war's mit uns. Ja. Okay, man sollte sich vielleicht nicht als Anfänger an der schwersten Quest überhaupt probieren, habe ich so das Gefühl. Das hat mir auch hier der Xantiel, den ich hier im ersten Part schon angesprochen hatte, gesagt. Naja, also die Quests sind zwar nicht unmöglich so, sie sind auch nicht zu schwer so. Außer man versucht sich als Anfänger gleich an der Babu-Quest. Und ich habe jetzt gerade gedacht, ach, machen wir halt die Babu-Quest. Ja, Leute, im nächsten Part versuchen wir es nochmal richtig. Dann enchanten wir auch unser Gear und rüsten uns ein bisschen weiter aus. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zusehen. Das nächste Mal mit einer einfachen Quest. Ciao.